Moin moin zusammen, heute geht es um das Thema Layering. Was es genau ist und wie das funktioniert, das seht ihr in diesem Tutorial. Viel Spaß! Layering bedeutet, wir können mehrere Channels, also verschiedene Instrumente, übereinander legen und mit einem Channel dann gleichzeitig steuern. Ja, wie das genau aussieht, kann ich euch mal zeigen. Wir laden erstmal einen Layer hier rein, Rechtsklick und dann Insert Layer. Und dann nochmal zwei Synthesizer von Citrus, jetzt meinetwegen, ist eigentlich ganz egal. Nicht mal den und noch einen. Dann nehme ich mal nochmal die hier. So. Die möchte ich jetzt beide gleichzeitig spielen. Ich weiß zwar nicht, wie das zusammen klingen wird, aber ist auch erstmal egal. Das ist eine Veranschaulichung hier. Dazu gehen wir auf den Layer. Dann mit Rechtsklick in diese Lämpchen hier rein. Also von denen, die wir haben wollen. Wir müssen nicht nur zwei nehmen, aber ich nehme mal nur zwei. Und dann auf Set Children hier. Wenn wir jetzt hier im Layer eine Note spielen, werden beide Instrumente gleichzeitig gespielt, wie man sieht. Man kann hier natürlich dann auch irgendeine Melodie machen und die wird dann von beiden gleichzeitig gespielt. Das wäre eine Möglichkeit, wie man den hier diesen Layer verwenden kann. Es gibt aber noch eine andere praktische Sache und zwar für Drum Loops, werde ich euch auch mal eben zeigen. Delete Children können wir auch machen. Dann sind die nämlich weg. Wenn ihr die ganzen Samples für euren Drum Loop hier reingeladen habt, zum Beispiel jetzt Kick, Clap, Head und Snare, ihr könnt natürlich noch mehr machen, ist jetzt egal. Dann setzt ihr die mal als Children, also wieder Rechtsklick. Set Children und dann hier auf diesen kleinen Pfeil und dann auf Split Children. Aber ich zeige es nochmal vorher. Vorher wären jetzt alle auf einer Note. Und wenn ich auf Split Children gehe, dann ist auf dem C der Kick, auf dem Cis ist Clap, auf dem D ist die Hi-Hat. Und auf dem Diss ist die Snare. Und wenn wir jetzt noch mehr hätten, wird das hier halt weitergehen. Hier ist aber nichts mehr drauf. So, und jetzt könnten wir zum Beispiel mit dem Keyboard oder auch mit der Piano Roll einen Drum Loop machen. Und sehen halt alles auf einem Blick. Also alles ist in einer Piano Roll drin. Das ist eigentlich ziemlich praktisch, finde ich. Zum Beispiel jetzt den Kick, das wäre dann so. Dann könnten wir jetzt noch Clap nehmen. Oder nehmen wir mal so. Ist natürlich jetzt ein sehr simpler Beat, also ihr wisst ja, was ich meine. Hier könnten dann die ganzen Instrumente sein und dann könnt ihr einen Loop in einer Piano Roll machen. Da müsst ihr quasi nicht in jeder Piano Roll, hier jetzt beim Kick, beim Clap und so weiter, jeweils einzeln alles eingeben. Ihr könnt alles hier reinmachen. Finde ich schon sehr praktisch und ich hoffe, ihr könnt das gebrauchen. Könnt ihr euch viel Arbeit mit ersparen, teilweise. Ja, ihr könnt jetzt zum Beispiel auch noch mal auf den Pfeil gehen und Group Children machen. Dann werden diese vier Samples oder die Children in eine Gruppe reinsortiert, die ihr hier unten finden könnt. Einfach mal Group Children und jetzt einen Namen eingeben. Drumset oder so. Und jetzt sind wir hier im Drumset-Kanal und da seht ihr dann die, ja, die Children. Die Instrumente, die alle zu diesem Layer gehören. Ihr könntet die auch unsichtbar machen. Mit Alt und Z. Und er wird die dann trotzdem noch abspielen.
Könnte ich also auch noch ein bisschen Platz sparen hier in der Step-Sequenzer. Zurückholen könnt ihr die übrigens hier mit Rechtsklick wieder. Ja, so. Und ihr könnt auch alle gleichzeitig verschwinden lassen, das geht auch. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ihr könnt jetzt hier oben halt noch Panorama ändern. Für alle Children gleichzeitig. Volume auch und den Pitch natürlich auch. Und das betrifft dann halt alle vier Kanäle, die ihr hier habt. Was leider nicht geht, ihr könnt nicht den Layer in den Mixer packen. Das geht nicht. Ihr seht auch keinen FX-Kanal hier oben. Sowas hier. Die müsst ihr dann schon die einzelnen Sachen alle reinpacken. Und ja, gibt es sonst noch was zu sagen zum Layer? Ich glaube nicht. Ich hoffe, das kleine kurze Video hat euch ein bisschen weitergeholfen oder was gebracht. Und schreibt mir noch mal in die Kommentare, wie ihr es so macht mit den Drum Loops. Benutzt ihr das so mit dem Layer oder macht ihr alle Sachen einzeln hier rein? Oder benutzt ihr hier sowas? Zum Beispiel hier FPC. Dass ihr hier dann quasi die ganzen Sachen eingebt. Ist auch jetzt fast so ähnlich wie mit dem Layer übrigens. Seht ihr ja. Ja, wie macht ihr das? Würde mich mal interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare. Das war's dann noch mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.